Schüsse sollten nach vorne losgehen. Tun sie aber manchmal nicht, sondern nach hinten. Ob die Kugel den Gewehrlauf mit der Aufschrift CSU-PKW-Maut nach vorne oder nach hinten verlässt, das ist die große Frage, angeblich die Koalitionsfrage. Zankapfel-Maut, Koalition in der Bredouille. Heute, liebe Zuschauer, das Thema der Phoenix-Runde. Willkommen bei uns. Meine Gäste, Kirsten Lühmann von der SPD, Bundestagsabgeordnete und verkehrspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion. Kerstin Andreae von den Bündnisgrünen, stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag. Steffen Bilger ist bei uns von der CDU, auch Bundestagsabgeordneter, Mitglied im Verkehrsausschuss. Und Hans Reichert von der CSU, Vorsitzender der Jungen Union Bayern seit Oktober des vergangenen Jahres. Normalerweise stellen wir in der ersten Fragerunde immer verschiedene Fragen, um das Thema einzugrenzen. Heute stelle ich an Sie alle die gleiche Frage. Nehmen wir an, wir hätten heute den 1. Januar 2016, der Tag der geplanten Einführung der PKW-Maut. Herr Bilger, haben wir dann eine PKW-Maut oder hätten wir eine? Ich gehe sicher davon aus. Wir haben ja jetzt eine Diskussion, die relativ aufgeregt geführt wurde, auch über die Sommerpause. Jetzt geht es für uns im Bundestag dran, uns an das übliche Gesetzgebungsverfahren zu machen. Wir warten auf den Gesetzentwurf des Bundesverkehrsministers, den werden wir beraten. Und dann gehe ich davon aus, dass wir im Bundestag zügig unsere Hausaufgaben machen und dann die Maut tatsächlich zum 01.01.2016 kommen kann. Frau Lühmann, die SPD hat ja den Koalitionsvertrag bekanntlich mit unterschrieben. Da steht ja drin, dass die PKW-Maut eingeführt wird. Sind Sie sich genauso sicher wie Ihr Koalitionskollege Steffen Bilger? Durchaus. Bis jetzt hat Herr Dobrindt alle Ankündigungen, die er gemacht hat, auch eingehalten. Also gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass er auch diese einhalten wird. Die Macht der Stimmenmehrheit, die Macht der Argumentation, Frau Andreae, hat sich das jetzt überzeugt? Gehen Sie auch davon aus, dass diese PKW-Maut zum 1. Januar 2016 kommt? Also ich hoffe sehr, dass sie nicht kommt. Ich kann es nicht ganz ausschließen, aber was ich ausschließen kann, ist, dass wir dann relevante Mehreinnahmen haben. Was wir haben werden, ist ein absolutes Bürokratiemonster. Und insofern hoffe ich sehr, dass hier Vernunft noch Einsicht oder einkehrt und wir eben am 1. Januar die PKW-Maut nicht haben. Wobei die Europäische Kommission ja durchaus die Einführung einer nutzerbezogenen Streckenabgabe befürwortet, auch zur Finanzierung der Straßen. Das lehnen die Grünen ja nicht generell ab. Das lehnen wir nicht generell ab, aber die Vorschläge, die jetzt aus dem Hause Dobrindt da sind, sind entweder unausgegoren oder eben nicht verfassungskonform mit EU-Recht. Und deswegen muss da ja noch ganz viel geschehen, bis wir ein Modell haben, wo wir auch sagen, das greift und das funktioniert auch. Und das findet im Übrigen auch die Akzeptanz bei der Bevölkerung. Da haben wir ja unglaublich viele Probleme. Also insofern wissen wir ja noch gar nicht genau, worüber wir reden. Die PKW-Maut, so wie sie im Augenblick in der Diskussion ist, kann eigentlich nicht eingeführt werden. Wir reden auf jeden Fall in der Sendung darüber. Herr Reichert, bei so viel Optimismus von Seiten der Koalitionspartner müsste ich Sie jetzt fast gar nicht mehr fragen. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Sie kriegen auf jeden Fall das hin bis zum 1. Januar 2016. Also wir sind uns sicher, dass die Maut bis zum 01.01.2016 kommen wird und dann alle Deutschen hier mit einem Pickel, mit der Maut eben die deutschen Fernstraßen nutzen. Sie haben sich ja zu Wort gemeldet neulich zum Thema PKW-Maut. Ich fasse es jetzt mal zusammen. Sie haben gesagt, die Kanzlerin habe, anders als bei den anderen politischen Themen, die gerade virulent sind, bei der PKW-Maut ihren Laden nicht so richtig im Griff. Wie kann es sein, dass eine anerkannterweise führungsstarke Partei wie die CSU unter einer führungsschwachen Kanzlerin gerne in einer Koalition mitarbeitet? Nun, wir sind Schwesterparteien und ich glaube, dieses Schwesterverhältnis hat schon immer gut getan. Es gibt bei zwei verschiedenen Parteien sicherlich immer wieder mal Reibungspunkte, wo man anderer Ansicht ist. Aber ich glaube, die Kanzlerin hat sich diese Woche sehr eindeutig geäußert, dass die PKW-Maut kommen wird. Und darauf verlassen wir uns und da sind wir uns sicher, dass die PKW-Maut kommt. Aber hat sie das geäußert, nachdem Sie ihr Führungsschwäche vorgeworfen haben? Das müssen Sie die Kanzlerin fragen, das können wir nicht beurteilen. Aber Sie haben eigentlich ziemlich, also bei der Bundeskanzlerin, dass die Bundeskanzlerin mit Führungsschwäche oder ihre Führungsschwäche zu unterstellen, auch von einer Schwesterpartei, ist ja ein ziemlich starker Tobak eigentlich. Gut, wir haben einfach leider in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, gerade aus manchen Landesverbänden her, Stimmen gehört, die uns in Bayern nicht so gefallen haben. Und insoweit war einfach eine Klarstellung der Kanzlerin, die jetzt diese Woche erfolgt ist, vonnöten. Und wir sind dankbar, dass diese Klarstellung gekommen ist, dass es einfach der parlamentarische Prozess ins Laufen kommt und dass wir hier zu einer Lösung kommen. Das ist die Frage ja, ob sie tatsächlich so kommen wird und wie sie kommen wird, glaube ich, das ist die entscheidende Frage. War das, was
Reichert jetzt gesagt hat, möglicherweise ein Vorgeschmack auf das, was ab nächster Woche zwischen CDU und CSU passiert. Denn Horst Seehofer hat ja schon gedroht, nach der Landtagswahl am Wochenende, in beiden Landtagswahlen, ist die Schonzeit für die CDU vorbei. Ja, ich würde allen zu mehr Gelassenheit raten. Also ich glaube, es spricht auch für Angela Merkel, dass sie ja nicht sofort in jede Diskussion sich mit scharfen Worten einschaltet, sondern es gehört auch dazu, dass man in einer Koalition auch zwischen Schwesterparteien auch mal offen diskutieren kann. Letztendlich hat sie immer klar gemacht, dass das gilt, was im Koalitionsvertrag steht. Von Anfang an, seit der Koalitionsvertrag unterzeichnet wurde. Deswegen hat sie aus meiner Sicht auch keinen Zweifel daran gelassen, dass die Pkw-Maut kommen wird. Und ich kann nur allen raten, in der gesamten Union jetzt an die Sacharbeit zu gehen und auch nicht so die scharfen Töne in den Mittelpunkt zu stellen, sondern wir haben jetzt eine Aufgabe, ein gutes Konzept gemeinsam zu erarbeiten, wo man Anregungen aufnehmen kann aus der ganzen CDU, genauso wie aus der CSU, aus der SPD, die sonst eingebracht werden. Und am Ende muss dann ein sehr gutes Konzept stehen. Also da war die Aufforderung, über dieses Konzept nachzudenken und es umzusetzen. Nun ist es ja durchaus nicht unüblich, dass man unterschiedlicher Meinung ist. Das macht ja eine Demokratie aus. Bei der Pkw-Maut fällt auf. Also die einen finden sie ganz toll, das Konzept von Alexander Dobrindt. Die anderen finden das ganz schlecht. Manche finden es mehr recht als schlecht oder mehr schlecht als recht. Die Unübersichtlichkeit, die ist groß. Klarheit, Transparenz in der Politik geht eigentlich anders. Ich stimme da meinem Kollegen Bilger zu. Wir brauchen mal wieder etwas mehr Gelassenheit. Denn was wir haben, ist ein Minister, der angekündigt hat, dass er einen Punkt des Koalitionsvertrages durchführen möchte. Und er hat seine ersten Ideen dazu kundgetan. Dass jetzt alle sich da drauf gestürzt haben und das so diskutieren, ist vielleicht auch dem Sommerloch geschuldet. Denn für uns gilt, richtig diskutieren tue ich ungern über Konzepte, die missverstanden werden können, die einzelne Punkte beinhalten, die mit Sicherheit noch diskutiert werden müssen, sondern ich diskutiere gerne über einen Gesetzentwurf. Und wenn der vorliegt, werden wir auch darüber diskutieren. Und solange haben wir ganz andere Themen. Der Titel unserer Sendung lautet ja Maut. Warum reden wir darüber? Weil unsere Straßen unterfinanziert sind. Und da haben wir in dieser Koalition auch noch andere Mautmodelle diskutiert, bei denen durchaus schon Gesetzentwürfe vorliegen. Und die diskutieren wir gerade und da stürzen wir uns drauf. Und wenn bei dem anderen ein Gesetzentwurf vorliegt, dann reden wir auch über die Pkw-Maut. Gibt es ja schon Eckpunkte. Also einiges ist ja schon an die Öffentlichkeit gedrungen. Die Frage nach der Europarechtskonformität, ein etwas schrecklicher Begriff. Also das Europarecht heißt, innerhalb der Europäischen Union darf niemand benachteiligt werden. Sehen Sie da eine Lösung für diesen Gesetzentwurf? Also wenn er kommt, wie Alexander Dobrindt das quasi... Ja, nein, der Vorschlag, der aus dem Hause Dobrindt kommt, ist ganz klar ein Wegezoll für Ausländer. Er diskriminiert Ausländer. Das ist nicht europarechtskonform. Das ist ganz einfach. Und ich habe ja nichts gegen Gelassenheit. Ja? Man kann ja da mal in Ruhe drüber reden. Und wenn da CSU Bayern meint, sie müsste jetzt in quasi schon fast schwarz-gelbe Manier losziehen und richtig auf die Sahne hauen, dann kann man das machen oder lassen. Aber Fakt ist, dass ja die CSU seit Jahren, das ist ja nicht erst über den Sommer gekommen, sondern seit Jahren immer wieder sagt, die Ausländer sollen bei uns bei der Straßennutzung beteiligt werden. Ja? Dann muss man aber ein Konzept vorstellen, was funktioniert. Und dieses Konzept, was Dobrindt vorstellt, funktioniert nicht, weil es nicht europarechtskonform ist. Sie müssen im Gleichbehandlungsgrundsatz bleiben. Sie müssen deutsche Autofahrer genauso wie ausländische Autofahrer behandeln. Das ist in diesem Konzept nicht gegeben und damit funktioniert es so nicht. Aber es funktioniert auch an einer anderen Stelle nicht. Sie haben gesagt, uns fehlen 7 Milliarden Euro, ja, für Straßenneubau, aber vor allem auch für Erhalt. Das Haus Dobrindt selber spricht von Mehreinnahmen von 600 Millionen Euro. Das Finanzministerium von Schäuble sagt, das Ganze ist ein Nullsummenspiel. Das heißt, wir machen einen Riesenaufwand, ein unglaublich bürokratisches Instrument und kriegen nachher nichts mehr raus. Es kann doch nicht sein, dass man sowas ernsthaft weiter verfolgt. Das ist auch nur einer der Bausteine. Wir als Union und SPD insgesamt bedauern das sehr, dass die Diskussion jetzt nur noch über die Pkw-Maut geht. Wir haben verschiedene Bausteine, mit denen wir erreichen werden, dass wir genügend Geld in Zukunft für die Infrastruktur haben. Die Lkw-Maut 2 Milliarden etwa.
Dann kommt die Pkw-Maut mit 600 Millionen, wovon wir ausgehen. Und es kommen dann noch zusätzliche Mittel aus dem Haushalt. Also wir handeln, wir reden nicht nur immer drüber. Das würde ich mir auch bei den Grünen wünschen, nicht immer zu kritisieren an unserer Ausweitung der Lkw-Maut. Genauso wie bei der Erhöhung der Haushaltsmittel, wo die Grünen leider nicht zugestimmt haben. Jetzt sind sie auch gegen die Pkw-Maut und beklagen gleichzeitig, dass wir nicht an dieses Problem der Unterfinanzierung der Infrastruktur herangehen würden. Und gleichzeitig aber die Diskussion ist doch, Herr Reichert, dass die CSU dieses Thema ja ständig wieder in die Medien bringt. Pkw-Maut. Ja, das ist ein klein, wir haben jetzt gelernt, das ist gar nicht mal der größte Batzen bei den Einnahmen. 600 Millionen Euro, wenn überhaupt. Trotzdem ist das für die CSU ein Leib- und Markenthema. Wenn man jetzt mal die anderen Themen, die konkurrierenden Themen in der Innen- und Außenpolitik sieht, ist das schon ein bisschen erstaunlich. Nein, weil es auch für uns einfach eine Gerechtigkeitslücke ist, die wir schließen. Für uns ist es einfach eine Gerechtigkeitsfrage, dass jeder, der die deutschen Straßen benutzt, auch hierfür bezahlen muss. Und wir brauchen ja nur ins Ausland schauen, sei es nach Frankreich, in die Schweiz, nach Österreich. Überall dort bezahlen deutsche Autofahrer mit dafür, dass sie die Straßen benutzen können. Und diese Gerechtigkeitslücke, dass nur die deutschen Autofahrer bezahlen, aber diejenigen, die die deutschen Straßen als Transitland nutzen, nicht bezahlen. Diese Lücke wollen wir schließen und diese werden wir schließen. Und lassen Sie mich noch ganz kurz sagen, selbst mit diesen 600 Millionen Euro können wir Straßen bauen, wenn wir es im ganz normalen Fernstraßenbereich sehen, kann ich damit zwischen 300 und 400 Kilometer Straßen pro Jahr bauen. Das ist eine große Strecke und ich glaube, jeder Politiker, jeder Kommunalpolitiker, jeder Landespolitiker und jeder Bundespolitiker ist froh, wenn mehr Geld im Bundeshaushalt vorhanden ist. Also ich finde es auch schwierig, wenn wir daraus eine Gerechtigkeitsfrage machen, weil wir auch die anderen Anrainerländer haben, wie zum Beispiel die Niederlande, wie zum Beispiel Belgien und Dänemark, die keine Pkw-Maut haben. Darum ist es für uns keine Gerechtigkeitsfrage. Wir haben es aufgenommen in den Koalitionsvertrag, in dem Kontext, wie wollen wir unsere Verkehrsinfrastruktur modernisieren. Und da gibt es für uns mehrere Punkte. Einen hat der Bürger angesprochen, für uns ganz wichtig, die Lkw-Maut. Ein zweiter ist unter anderem, wie gebe ich das Geld, das ich einnehme, sinnvoller aus, als wir es vorher gemacht haben. Da haben wir jede Menge Modelle zu gemacht. Die CSU wollte im Koalitionsvertrag gerne noch als zusätzlichen Punkt die Pkw-Maut. Und wir haben alle Einwände, die Sie gebracht haben, Frau André, haben wir mit aufgenommen. Wir haben gesagt, dieses Modell muss europarechtskonform sein. Es muss signifikante Mehreinnahmen bringen. Und es darf kein Bürokratiemonster werden. Herr Dobrindt hat gesagt, das wird er nicht bringen. Und das ist die Frage, warum diskutieren wir hier über etwas, was noch gar nicht da ist. Also wenn wir einen Gesetzentwurf haben und wir stellen fest, der Gesetzentwurf schafft das nicht. Wir sagen, Herr Dobrindt schafft das, Sie sagen, Herr Dobrindt schafft das nicht. Wenn er vorliegt, wissen wir es, ob er es geschafft hat oder nicht. Und dann haben wir die Diskussion. Es ist ja schon einiges da, selbst wenn der Gesetzentwurf noch nicht vorliegt. Alexander Dobrindt kann ja sein Glück kaum fassen. Es kommt von ganz unerwarteter Seite Unterstützung. Nach dem berühmten Zweizeiler, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Dieses Lichtlein ist, obwohl es physiognomisch und auch von der politischen Bedeutung nicht ganz passt, Sigmar Gabriel und sein Bundeswirtschaftsministerium, der nämlich jetzt ja verkündet hat über verschiedene Zeitungen, es sei ja europarechtskonform, was da passiert. Also die Deutschen hätten ja schon mit Steuern die Straßen finanziert. Wenn sie jetzt auch noch Gebühren zahlen müssten, sei das ja ungerecht gegenüber den ausländischen Fahrern, die diese Steuern nicht bezahlen. Also ist da die Kompensation auch gerechtfertigt? Das heißt, Sie unterstützen ja im Prinzip jetzt diese Position in der heiklen Frage, ob das Ganze mit Europarecht vereinbar ist. Das ist ja schon relativ konkret, was die Realisierung der Pkw-Maut angeht. Sigmar Gabriel hat gesagt, er kann sich das durchaus vorstellen. Also dieses rigorose, es kann nicht sein, dass es europarechtskonform ist. Da hat er gesagt, stopp mal, es gibt durchaus Umsetzungsmöglichkeiten, die ich mir vorstellen kann, sagte er, europarechtskonform sind. Aber die Kanzlerin hat ganz klar gesagt, wenn es einen Gesetzentwurf gibt, der durchs Kabinett geht, möchte sie, wenn er durchs Kabinett geht, sicher wissen, dass er europarechtskonform ist. Und da wird sie, glaube ich, nicht Sigmar Gabriel fragen, sondern dann wird sie die Kommission fragen. Und darauf warte ich. Da gibt es ja heute Meldungen, ganz kurz nur, da, Herr Reichert, Meldungen, dass der bayerische Ministerpräsident ja gesagt hat, also egal, was die Kommission sagt, wir werden jetzt darüber debattieren und dann abstimmen. Ist das so Herr die Frage? Herr Siehe hat den Koalitionsvertrag mit unterschrieben und insofern hat er auch mit unterschrieben, dass eine Maut nur kommt, wenn sie europarechtskonform ist. Also hier ist dann ein Verfahren von dem Europäischen Gerichtshof. Ich glaube, das deutsche Bewusstsein sollte auch sein, dass wir zunächst mal für uns festlegen, was wollen wir haben, welche Regelungen wollen wir haben, wie wollen wir es machen. Und die Signale, die aus der Europäischen Kommission kommen, sind ja sehr, sehr positiv. Die Signale, die von den zuständigen Kommissaren kommen, sind sehr, sehr positiv. Dass eben ein entsprechendes Signal kommt, dass eben ein entsprechendes Konzept Bestand haben kann. Und insoweit bin ich da sehr, sehr
ja, positiv gestimmt, einfach, dass es funktionieren wird. Und ich glaube, wir sollten einfach in Deutschland dieses Selbstbewusstsein haben, dass wir zunächst mal uns intern klären, was wir auch für europarechtskonform halten. Und dann können wir in eine Diskussion eintreten. Aber wo hören Sie denn diese Signale von der EU-Kommission, dass es europarechtskonform sein soll? Das Signal war ja bereits während den Koalitionsverhandlungen, sollte man nicht vergessen. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir da gesessen sind. Und dann kam während den Koalitionsverhandlungen das Schreiben von Kallas an ihren grünen Europaabgeordnetenkollegen, der gesagt hat, es ist sehr wohl möglich. Genau, der Verkehrskommissar, der jetzt noch im Amt ist. Es gibt ja bald einen neuen Verkehrskommissar. Jedenfalls kam mitten in die Koalitionsverhandlungen hinein ein Brief der EU-Kommission, der gesagt hat, es ist sehr wohl europarechtskonform möglich, eine Pkw-Maut in Deutschland für Ausländer einzuführen. Er hatte sie aber auf völlig andere Füße gestellt. Und ich meine, Sie können das ja weitertragen. Ja? Sie können das weiter versuchen, Sie können das weiterentwickeln. Ich sage Ihnen, es wird nicht europarechtskonform gehen, so wie Sie im Augenblick vorschlagen. Sie können es überhaupt nicht mit Österreich vergleichen. In Österreich zahlen alle. Ja, da zahlen sie dieses Pickerl, egal ob es Deutscher, von Niederlanden kommen, Franzose oder in Österreich. Das gilt, glaube ich, für alle Länder. In den Maut müssen auch die Inländer die Maut bezahlen. Uns ist es anders, weil jeder soll diese Vignette ja quasi mit dem Kfz-Steuerbescheid zugeschickt bekommen. Das ist ein bezahlen auch bei uns. Das ist alle. Ein ganz großer Unterschied. Nein, zahlen also nicht die alle. Rechtliche Fußangeln bei der Gelegenheit, die lauern ja überall. Auch das Bundesinnenministerium hat sich mit dem Thema ja beschäftigt. Da gibt es dann so knifflige Fragen, wie ob man die Kfz-Steuer mit einer Straßennutzungsgebühr verrechnen darf. Angeblich darf man das ja nicht vermischen. Daran könnte der Gesetzentwurf ja auch scheitern. Gut, aber die Steuerhoheit liegt bei uns in der Bundesrepublik Deutschland. Wie wir unser Steuersystem aufbauen, wie wir finanzieren, ist unsere Angelegenheit. Und welche Verrechnungsmöglichkeiten wir schaffen, sollte auch in unserem Ermessen stehen, sollte in unserer Zuständigkeit liegen. Und insoweit sind wir, glaube ich, alle sehr, sehr zuversichtlich, dass es funktionieren würde und haben auch die entsprechenden Signale bekommen. Pkw-Maut für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen. Die Lkw-Maut gilt für Fahrzeuge ab 12 Tonnen. Was ist mit den Fahrzeugen dazwischen eigentlich? Wir gehen ja das erste an, nämlich die Lkws 7,5 bis 12 Tonnen. Und ich denke, wir sind uns einig in der Verkehrspolitik, dass man in einem weiteren Schritt dann auch über die von 3,5 bis 7,5 Tonnen reden muss, nur eben eins nach dem anderen. Also nicht immer nur drüber reden, sondern wirklich auch handeln. Also das ist für die holländischen und Schweizer Wohnmobilbesitzer wichtig, weil die müssen dann keine Maut bezahlen. Ja, aber das sollte jetzt kein Argument sein, die Pkw-Maut abzulehnen, weil dann haben wir gar nichts erreicht für die Infrastruktur. Sondern wir gehen eins nach dem anderen an. Und für die deutschen Autofahrer muss das kein Thema sein, über das man sich aufregen muss, weil es ja dabei bleiben wird, dass kein deutscher Autofahrer zusätzlich belastet wird. Also ich kann mir ja durchaus vorstellen, dass man darüber spricht, dass man die Lkw-Maut da moderat erhöht und dass man sie auch ausweitet aus 7,5 Tonnen. Das macht im Übrigen viel mehr Sinn, aus unterschiedlichsten Gründen als diese Pkw-Maut. Die Lkws sind bei der Benutzung und bei der Abnutzung der Straßen um ein Zigfaches verantwortlicher als Pkw. Bis zu 60.000. Ein Lkw 60.000 Autos. Aber die Frage, die Sie gestellt haben, ist schon die richtige. Ich würde sie noch an einer Stelle erweitern. Um welche Straßen reden wir hier eigentlich? Reden Sie über Autobahnen? Wir würden sagen, die Bundesstraßen müssen Sie Stück für Stück mit einbeziehen bei der Lkw-Maut. Aber reden Sie eigentlich über alle Straßen, so wie Dobrindt das tut? Was heißt denn das jetzt für mich in Freiburg, Grenzregion, Frankreich und die Schweiz? Ja, heißt es jetzt, dass jeder, der aus der Schweiz kommt, jeder, der aus Frankreich kommt, egal wo er hin will, auch völlig wurscht, wenn er in die Stadt reinfährt und da mal den Freiburger Wochenmarkt besuchen will, dass er dann die Pkw-Maut finanzieren muss? Aber es gibt ja gute Gründe dafür. Wir vermeiden dadurch Ausweichverkehre. Ich sehe es als ein Angebot, auch an die Länder und Kommunen, das wirklich für das gesamte Straßennetz zu machen. Und ich glaube, allein der Punkt, dass man dadurch keinen Ausweichverkehr hat, ist auch für die Grenzregionen sehr wichtig. Wir erleben das ja in Baden-Württemberg, auch in Ihrer Heimatregion, dass, ich würde mal sagen, fast jeder Südbadener auf seiner Windschutzscheibe schon jetzt die Schweizer Vignette hat. Ich glaube nicht, dass sich auf Dauer die Schweizer, die Franzosen oder auch in anderen Grenzregionen zu Deutschland die Autofahrer davon abhalten lassen, in Zukunft noch Deutschland zu besuchen. Da wünsche ich immer mal fröhliche Diskussionen. Herr Reichert, helfen Sie uns mal bei der Argumentation auch Ihres Parteivorsitzenden, der jetzt, glaube ich, schon wieder angedeutet hat, möglicherweise könnte man doch die Kreis- und Gemeindestraßen wieder rausnehmen, obwohl Alexander Dobrindt ja alle Straßen mit einer Maut belegen möchte. Gut, jetzt heutiges Datum, 10. September, das ist Stand der Diskussion. Ist das wieder denkbar als Kompromiss? Gut, ich glaube, es liegt zunächst mal ein Eckpunktepapier vor.
bei dem wir uns vorstellen, dass sämtliche Straßen mit einbezogen werden. Auch dadurch, auch der Tatsache geschuldet, dass einfach wir auf allen Bereichen, wir haben im Gemeindebereich, im Länderstraßenbereich und im Bundesstraßenbereich einfach erheblichen Nachholbedarf, wir haben erheblichen Sanierungsbedarf in den Straßen. Und deswegen tut sowohl den Kommunen als auch den Ländern als auch dem Bund jeder Euro, der zusätzlich zufließt, sehr, sehr gut. Aber ich glaube einfach, wir sollten jetzt zunächst mal, was die Kollegen auch schon angedeutet haben, zunächst mal mit dem Gesetzentwurf reingehen. Und es hat noch kaum ein Gesetz das Parlament so verlassen, wie es hineingekommen ist. Und ich glaube, wir sollten dem Deutschen Bundestag hier auch zutrauen, dass einfach die Gesetze dann diskutiert werden, dass nach Lösungen gerungen wird. Wir könnten uns vorstellen, gerade das, was der Kollege Bilger auch vorhin angesprochen hat, einfach um den Ausweichverkehr zu vermeiden, um zu vermeiden, dass künftig das, was in Österreich passiert, dass das, was teils auch in der Schweiz, in Frankreich passiert, dass auf Bundesstraßen, auf Staatsstraßen ausgewichen wird und dadurch die Ortschaften, die Dörfer mehr belastet werden, dass das vermieden wird. Das passiert ja immer, wenn schon beim Lkw-Verkehr. Genau. Sind ja nicht alle Straßen mit einer Maut belegt. Das kann man ja an einigen Bundesstraßen sehr gut sehen. Das ist ja auch unsere Diskussion jetzt, die wir führen. Ja. Also das ist ja der Unterschied zwischen einem Konzept und einem Gesetzentwurf. Ein Konzept ist eine Idee und da werfen sich Fragen auf. Wir haben sehr viele Fragen schon angesprochen. Europarechtskonformität, wie ist das mit der Bürokratie, wer kontrolliert das, was ist mit den Grenzregionen? Das heißt, wir haben jetzt eine Menge Punkte definiert, über die wir noch reden müssen. Und wenn das Konzept so bleibt, dass wir also nicht, wie der Koalitionsvertrag das sagt, nur Fernstraßen nehmen, sondern andere, dann müssen wir auch die Länder mit ins Boot holen. Und bei den Ländern finde ich es sehr interessant, Sie haben angesprochen, die brauchen dringend Geld, dann müssten wir die 600.000 Euro, wenn dies diese Einnahmen sind, ja auch noch irgendwie aufteilen. Aber die Länder gehen jetzt gerade einen ganz anderen Weg, die haben nämlich gesagt, bei der Diskussion um die Ausweitung der Maut, die wir ja machen, der Gesetzentwurf liegt vor, Ausweitung auf die nächsten vierspurigen Bundesstraßen und in Vorbereitung ist der Gesetzentwurf Ausweitung auf alle Bundesstraßen. Da haben die Länder gesagt, da möchten wir aber bitte mitreden, ob wir die Maut nicht auf die Landesstraßen ausweiten, damit wir die Ausweichverkehre nicht haben. Und das wäre für die Länder wirklich eine signifikante Mehreinnahme, die sie in die Infrastruktur stecken könnten. Also Sie sehen, wir sind auf mehreren Ebenen in der Diskussion und das finde ich gut so, dass wir es nicht nur auf ein Thema fokussieren, sondern dass wir endlich mal, was auch Neues in der Verkehrspolitik, mal das Thema Verkehrsinfrastrukturfinanzierung in vielen Facetten uns angucken, was wir letztendlich dann gemeinsam mit einem Gesetzentwurf verabschieden. Das werden wir am Ende der Diskussion sehen. Trotzdem würde ich gerne noch mal auf die Pkw-Maut, wir reden auch über die Finanzierung noch, da gibt es ja auch neue Ideen, auch aus dem Koalitionsbereich, auf die Pkw-Maut noch mal abheben. Sigmar Gabriel macht sich ja jetzt Sorgen um die, nicht nur er, die wird auch in Bayern geteilt, diese Sorge, um die Grenzregionen, den grenznahen Verkehr. Welche Möglichkeiten gäbe es da, zu verhindern, dass unter der Einführung einer Pkw-Maut vor allen Dingen die touristischen Betriebe die Dienstleistungen im grenznahen Bereich leidet? Das ist ja ein Punkt, den wir auch definiert haben. Auch in Nordrhein-Westfalen ist das so, dass die Abgeordneten diese Frage aufgeworfen haben. Herr Dobrindt hat erklärt, dass er für diese Fragen eine Lösung findet. Jetzt können wir seine Arbeit machen. Wir können jetzt diskutieren und können hier unter vier Leuten einen Gesetzentwurf schreiben. Also ich weiß nicht, ob das keine Maut erheben. Dann lassen wir doch das Ministerium das ausarbeiten. Die Frage Grenzregion, wie weit will ich die nehmen? Wie will ich das kontrollieren? Also insofern ist das auch wieder ein Thema, womit wir eine ganze Sendung füllen könnten. Ja gut, wir probieren das in dieser Sendung zumindest mal anzudiskutieren. Aber es gibt ja den Vorschlag schon aus der bayerische Minister, der den Vorschlag gemacht hat, auf jeden Fall da die Grenzregion auszunehmen. Da frage ich mich natürlich, woran erkennt ein österreichischer oder Schweizer oder tschechischer Autofahrer, dass er gerade die Grenzregion verlässt und damit gegen einige... Sie das? Ja, und wie wird das kontrolliert? Und damit gegen eine Bestimmung verstößt. Gut, wie gesagt, die Österreicher haben in der Übergangsphase dasselbe Konzept verfolgt. Zunächst wurden einige Kilometer Autobahn herausgenommen. Später, seit ein, zwei Jahren, wurde die Pkw-Maut auch in Österreich auf diesen Grenzbereichen eingeführt. Es hat funktioniert. Und ich glaube einfach, dass auch ansonsten sehr, sehr große Anreize da sind, zu uns nach Deutschland zu kommen. Sie haben NRW angesprochen. Wenn man sich nur vor Augen hält, dass der Fahrer eines VW ab beispielsweise allein durch vier Tankfüllungen in Deutschland, wenn er aus den Niederlanden kommt, die Pkw-Maut wieder verdient hat, wieder gewonnen hat, dann zeigt sich auch, glaube ich, dass es einfach gewisse Anreize gibt, um hier nach Deutschland zu kommen, in Deutschland auch einzukaufen. Und insoweit sehe ich die Sorgen nicht ganz so, wie es teilweise in manchen Grenzregionen artikuliert wird. Solange das Benzin in Deutschland billiger ist als in den Niederlanden, das ist ja auch nicht Gott gegeben. Ja, diese Konzeption
in Sachen Maut, ist das schlüssig? Ich meine, es wird jetzt immer wieder auch, es sei ein Gesamtkonzept. Es ginge nicht nur um die Pkw-Maut im Zusammenhang mit den anderen Abgaben und der Infrastrukturplanung. Also ich sehe das so, die Pkw-Maut ist ein ganz großes Politikum. Es ist fast schon Symbolpolitik. Und wenn Sie sich erinnern, in dem TV-Duell Angela Merkel versus Peer Steinbrück haben beide Stein und Bein geschworen, mit uns gibt es keine Pkw-Maut. Ja, das kann aber man vielleicht auch noch mal festhalten. Nach der Sendung gleich Horst Seehofer im Auto von Angela Merkel angerufen. Kann ich mir auch vorstellen. Und wir kennen Horst Seehofers Art, Politik zu machen, so richtig voll einzusteigen und versuchen da möglichst vor sich herzutreiben. Bei der Pkw-Maut ist es ihm gelungen. Unter anderem flankiert tatsächlich von der CSU-Landesgruppe hier im Bundestag und letztlich keinem kraftvollen entgegenhalten, weil natürlich haben die Kollegen aus SPD und CDU. Na gut, es gab ja eine Notwehrmaßnahme der Landesgruppen gesagt, der CDU nicht. Aus Nordrhein-Westfalen und genau. aus ihrer Landesgruppe genau. auch und Baden-Württemberg. Genau, und der Bundesrat muss den ganzen verstanden, wüssten in einem Atemzug mit NRW. Der Bundesrat muss dem Ganzen zustimmen und deswegen, und der ist ja schon angekündigt worden, da machen sie nicht mit. Über die anderen Punkte, ja, Verkehrsfinanzierung, privates Kapital zu mobilisieren, Ausweitung der Lkw-Maut, kann man ja in Ruhe reden. Die Pkw-Maut ist aber deswegen auch so ein Symbolthema, weil sie eben immer mit einer latenten und jetzt sollen die Ausländer bitte auch mal zahlen, verbunden ist. Und da steckt eine Wegezoll-Symbolik dahinter, da steckt ein ganz komischer Geschmack für mich dahinter. Ich sage, wir sind in erster Linie Mitglied des europäischen Binnenmarktes. Wir müssen uns und sollten uns auch ganz strikt an EU-Konformität halten. Und das ist unglaublich wichtig. Und deswegen geht es hier nicht um originär deutsche Interessen, wie Sie formuliert haben, sondern es geht um einen Gesamtkontext innerhalb Europas. Und da wäre ich ganz vorsichtig mit so einer Symbolpolitik. Und genau aus diesem Grund strebt ja die Europäische Kommission auch an, dass wir einfach europaweite Mautsysteme einführen. Aber ich glaube, bis dahin, bis dieser Weg gegangen wird, ist noch ein langer Weg. Und warum sollten wir in Deutschland die Chance verpassen, einfach einen zusätzlichen Betrag in unseren Verkehrshaushalt reinzunehmen? Herr Schäuble sagt, ich glaube, Sie können es keinem vermitteln, dass wir 600 Millionen Euro auf der Straße liegen lassen. Und wie gesagt, jeder Euro, wenn man die Schlaglöcher in Deutschland sieht, tut unseren Straßen gut. Darf ich die Finanzierung gleich, wir kommen gleich dazu, aber das würde mich jetzt noch interessieren. Also habe ich da irgendwas falsch verstanden? Die Landesgruppe von NRW hat sozusagen dagegen ist gegen die CSU und dieses Mautkonzept vorgegangen. Baden-Württemberg war da gar nicht dabei oder ist da missverstanden worden oder hat die Nordrhein-Westfalen so als Trüffelschweine vorgeschickt? Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also ich glaube, dieses Thema Pkw-Maut wird ja so emotional auch diskutiert, weil die Unterschiede nicht unbedingt zwischen den Parteien bestehen, sondern ja auch sehr stark zwischen Bundesländern und Regionen. Also wir in Baden-Württemberg haben ganz große Zustimmung für Pkw-Maut, genauso wie in Bayern. Und die nimmt dann halt Richtung Norden, Osten immer mehr ab, zeigen aber die Umfragen. Aber da habe ich Thomas Strobel anders verstanden. Also Ihr Ministerpräsident Kretschmann spricht sich ja auch immer für eine Pkw-Maut aus, zwar für ein anderes System, aber es zeigte, dass in Baden-Württemberg einfach die Diskussionslage die Stoßrichtung war ja gegen die Schwesterpartei CSU, jedenfalls ist das nein, in der nein. Öffentlichkeit also, Thomas Strobel hat immer betont, wir als CDU Baden-Württemberg sind für die Pkw-Maut. Schon lang, wir hätten ein anderes Modell gemacht, wir hätten auch die Inländer mit einbezogen. Wir haben jetzt allerdings ein paar Bedenken, was das Konzept anbelangt. Das geht vor allem in Richtung der Grenzregionen. Und da hat Alexander Dobrindt ja angekündigt, die Bedenken werden jetzt auch, so wie es sich in jedem Gesetzgebungsprozess gehört, mit aufgenommen. Lassen Sie mich aber trotzdem noch mal auf diese Auseinandersetzung kommen. Die ist ja in die Öffentlichkeit getragen worden, hatte einen gewissen Unterhaltungswert, wie gesagt, Teile der CDU gegen die CSU. Wie sehen Sie das eigentlich? Die SPD, Sie sind ja in einer Koalition, sind Sie da bei dieser Auseinandersetzung, wie gesagt, die ja in der Öffentlichkeit stand. Wir ziehen jetzt ja irgendwie nicht etwas an den Haaren herbei, auch wenn es noch keinen Gesetzentwurf gibt, aber die fand in der Öffentlichkeit statt. Wie sieht der dritte Koalitionspartner, die SPD, das, sind Sie da feixender Zuschauer am Spielfeldrand, wenn die beiden Schwesterparteien so in einem Lokalderby CDU gegen CSU gegeneinander antreten? Wir sind alle drei in einer Koalition und wir haben uns einen Plan gegeben, wie wir in den nächsten 4 Jahren die Situation in unserem Fall bei der Verkehrsinfrastruktur verbessern. Insofern kann uns ein Streit zwischen Partnern, die mit uns in der Regierung sind, niemals freuen. Aber es ist ja nun auch nicht so, als ob, wenn jemand eine Idee verkündet, dass dann alle in einer Koalition immer jubelnd davorstehen und die Laola-Welle machen. Also die Situation, dass bei der Umsetzung eines Koalitionsvertrages diskutiert wird, ist ja auch in dieser Koalition nicht neu und finde ich auch in Ordnung. Das Einzige, was mich ein bisschen irritiert, und das habe ich vorhin auch gesagt, die Pkw-Maut hat für mich nichts mit einer Gerechtigkeitsfrage zu tun. Und darum sagen wir das auch immer wieder, sondern es muss im Gesamtkontext gesehen werden. Und wenn die Pkw-Maut umgesetzt werden soll, koalitionskonform, müssen auch
signifikante Mehreinnahmen kommen. Es muss in diesem Kontext gesehen werden, wie erneuern wir unsere Verkehrsinfrastruktur, wie können wir mehr Geld kriegen, wie können wir das Geld sinnvoller ausgeben. Und dann sind wir auch bei der Idee des Wirtschaftsministers. So, Ola-Wellen gab es ja in Koalition noch nicht. Aber die Frage ist ja jetzt auch, ob da die Koalitionsparteien, Sie haben ja selbst gesagt, wenn ich das richtig gelesen habe, dann steht die Koalition zur Disposition. Also ist es dann ja doch eine Koalitionsfrage. Gut, ich glaube, es ist einfach eine Frage, wenn drei Parteien miteinander sich an den Tisch setzen, einen Vertrag vereinbaren, dann muss jede Partei ihren Beitrag dazu leisten, dass auch die Wünsche des anderen respektiert werden. Wir haben dies bei einigen Projekten, unter anderem der SPD, getan, sei es beim gesetzlichen Mindestlohn, sei es bei der Rente nach 40 Beitragsjahren. Und das erwarten wir auch von den anderen Koalitionspartnern und sind dort einfach zuversichtlich, dass dieses Basiswerk, dieses Fundament, auf dem die Koalition beruht, dieser Vertrag auch eingehalten wird. Und insoweit glaube ich, dass wir hier einfach zu einer Lösung kommen werden, mit der wir alle zufrieden sind und mit der wir alle leben. Wie beurteilen Sie, dass jetzt Gabriel, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, Alexander Dobrindt zum Beispiel, die SPD, der CSU in einem Dreiecksverhältnis in der Koalition, kann das ja ganz fidel werden? Ich sehe es als gutes Zeichen. Ich sehe es als gutes Zeichen, dass auch innerhalb der SPD, innerhalb des Wirtschaftsministeriums erkannt wurde, dass hier ein Konzept vorliegt, das verwirklichbar ist, ein Konzept vorliegt, das auch einen finanziellen Mehrwert bringt. Und insoweit finde ich es einfach einen guten Umgang zwischen den Koalitionsparteien, einen guten Umgang zwischen zwei Partnern, dass man einfach miteinander um Ideen ringt, miteinander darum ringt, ein Konzept zu verwirklichen. Also ganz so hat Sigmar Gabriel nicht gesagt, aber Sie haben einen guten Vergleich gebracht. Wir haben auch über andere Projekte geredet, also zum Beispiel über den Mindestlohn. Und da haben wir auch diskutiert. Genau. Und ich halte das für normal und für richtig. Einer kommt mit einer Idee und man versucht, sie zu optimieren. Und das hat Sigmar Gabriel, denke ich, auch zum Ausdruck bringen wollen. Da ist ein Minister gekommen mit einer Idee, wie wir den Koalitionsvertrag umsetzen können. Er ist ein bisschen darüber hinausgegangen, was wir vereinbart haben. Das heißt, wir müssen jetzt über diese neuen Ideen reden. Wir müssen gucken, wie er das umsetzen kann. Und da sind wir konstruktive Partner, genauso wie die CSU konstruktive Partner waren bei dem Minister. Also vom Stellen einer Koalitionsfrage kann da keine Rede sein. Finanzierung. Wir reden bei der Maut natürlich über die Finanzierung. Während sich alle die Köpfe heiß geredet haben, nicht nur in Talkshows, sondern möglicherweise auch in Fraktionen und in Parteigremien, hat ganz still und leise Wolfgang Schäuble, der Finanzminister, sich ganz neue Finanzierungsmodelle ausgedacht. Wenn man sagt, also zwar nicht jetzt, aber so ab 2017, wir müssen die Verkehrswege im Prinzip eigentlich den Bau und den Unterhalt, den Bau auf jeden Fall privatisieren, da muss mehr privates Kapital rein, dafür haben wir eigentlich kein Geld mehr. Ist das ein Lösungsweg? Also ich sage mal ganz vorsichtig so, dass ich schon glaube, dass wir über die Mobilisierung von privatem Kapital sprechen müssen. Es ist, wenn Sie mit den Versicherungen sprechen, mit den Pensionskassen, dann wird da schon deutlich, dass große Anlagemöglichkeiten gesucht werden. Ja, das Geld auf die Bank zu legen, ist im Augenblick mehr als unrentabel. Aber Sie müssen extrem aufpassen. Und extrem aufpassen heißt, dass Sie erstens nicht die Schuldenbremse umgehen, dass Sie zweitens nicht einen Schattenhaushalt aufmachen und dass Sie drittens nicht letztlich zukünftigen Generationen das alles aufbürden. Da bin ich tatsächlich auf das Konzept gespannt. Ja, bei dieser PKW-Maut, wie gesagt, die kommt nicht. Aber bei der Frage, wie investieren wir mit privatem Kapital, so dass Sie tatsächlich generationengerecht handeln und dass Sie nicht sagen, ich mache mir jetzt einen schlanken Fuß, die in 10 und 20 und 30 Jahren, die müssen halt zahlen und damit auch noch die Schuldenbremse umgehen. Da bin ich gespannt und da diskutieren wir dann drüber. Macht sich der schlanke Staat dann einen schlanken Fuß, das einfach delegiert oder verlagert und sagt, also wir brauchen ja viel Geld für Bildung. Wer weiß, was in der Außenpolitik passiert, möglicherweise braucht die Bundeswehr wieder sehr viel mehr Geld. Wir haben die Schuldenbremse. Das sind ja alles ausgabenhemmende Fakten für den Verkehrsetat, dass man sagt, das wäre ja eigentlich eine Möglichkeit. Wir suchen Geldgeber und Geldgeber suchen Anlagemöglichkeiten, Lebensversicherungen, Pensionskassen, zum Beispiel in Straßen, wo dann eben auch entsprechende Mauteinnahmen fließen. Ist das also ein Weg? Da teile ich auch als jüngerer Abgeordneter durchaus einige der Bedenken. Also es darf nicht ein Weg sein, wo man versucht, die Schuldenbremse zu umgehen. Andererseits müssen wir eben überlegen, wie kommen wir weiter bei der Infrastruktur? Da haben wir jetzt die verschiedenen Bausteine in der Vorbereitung, werden bald auch die Beschlüsse dazu fassen. Wir haben uns mit der SPD im Koalitionsvertrag auch durchgerungen, ein grundsätzliches Ja zu öffentlich-privaten Partnerschaften im Infrastrukturbereich dort festzuschreiben.
Und für mich ist schon eine gute Überlegung von Wolfgang Schäuble zu sagen, können wir da nicht gerade von Versicherern, von großen Pensionsfonds weitere Mittel für die Infrastruktur bekommen, wenn man weiß, dass 1 Milliarde, die in Straßenbau investiert wird, im ersten Jahr 250 Millionen volkswirtschaftlichen Nutzen auslöst, dann muss das schon legitim sein, diese Überlegung sich auch wirklich zu stellen. Und vor allem, Sie haben ja den enormen Vorteil, bei allen öffentlich-privaten Partnerschaftsprojekten, die bis jetzt verwirklicht wurden, auch im Autobahnbau, der Kostenrahmen wurde eingehalten. Wir haben vor allem auch von den Bauzeiten her in der Regel frühzeitige Fertigstellung. Und ich glaube, diese Vorteile, die dort einfach ja, auf der Straße liegen, die sollte man nicht ganz verschenken und sollte diese auch nutzen. Also da wäre ich aber vorsichtig, ja, genau, beim Autobahnbau. Ja, der Bundesrechnungshof hat Ihnen gerade ein desaströses Ergebnis präsentiert, dass keines der Projekte, die privat finanziert waren, die in ÖPP finanziert waren, beim Autobahnbau sich gerechnet hat. Keines. Also insofern, da wäre ich ganz vorsichtig zu sagen, das hat sich gerade als gut erwiesen. Im Augenblick können Sie das noch nicht belegen. Aber die Frage ist immer, ob das jetzt vielleicht sogar eine recht gute Sache ist bei ÖPP, also öffentlich-private Partnerschaften im Straßenbau. Da gibt es Kapitalgeber, die suchen eine Anlageform. Auto gefahren wird immer. Die Einnahmen sind relativ sicher und der Staat wird entlastet. Das ist genau der Unterschied zwischen den verschiedenen Modellen des Finanzministers und des Wirtschaftsministers. Sigmar Gabriel hat ja auch einen Arbeitskreis gegründet dazu. Danach kam dann Herr Schäuble mit seinen Ideen. Da müssen wir noch mal sehr intensiv drüber reden, insbesondere wenn genauer die Modelle vorliegen. Aber wir haben uns im Koalitionsvertrag vereinbart. Der eine liest ihn so, der andere liest ihn so. Ich lese nicht grundsätzlich Ja zu ÖPP. Ich würde ihn so lesen, ÖPP, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Und wir sind gerade im Verkehrsausschuss dabei, genau diese Bedingungen zu definieren, wo wir uns auch mit dem Bundesrechnungshofbericht auseinandersetzen, der sehr kritisch ist. Wir haben da also auch unsere Bedenken. Wir hören aber auch andere Seiten, die uns sagen, wie man die Bedingungen stricken kann, dass die Fehler, die der Bundesrechnungshof aufgezeigt hat, nicht nochmal passieren. Ich bin sicher, dass wir gemeinsam zu solchen Kriterien kommen, dass wir dann auch nur solche Projekte verwirklichen, von denen beide Seiten sagen, das ist sinnvoll. Aus meiner Sicht werden es garantiert nicht so viele sein, wie sich der Verkehrsminister im Moment noch vorstellt. Aber ich bin sicher, dass wir da auch einige definieren können, die das gut machen können. Und Sigmar Gabriel hat ja eben nicht von öffentlich-privaten Partnerschaften gesprochen, die ja bedingen, dass der Geldgebende auch das Projekt selber baut und betreibt. Sondern ihm ging es um etwas anderes, um das, was es bei uns auch bei der Lkw-Maut ging. Ihm ging es darum, wie können wir mehr Geld für die Verkehrsinfrastruktur bekommen? Gibt es vielleicht Private, die unter bestimmten Bedingungen dem Staat Geld geben? Und wer denn letztendlich baut, das ist in Sigmar Gabriels Konzept nicht drin. Das kann die öffentliche Hand sein. Wenn wir die Bedingungen haben, kann es unter anderem eine öffentlich-private Partnerschaft sein. Und Herr Schäuble in seinem Konzept geht generell von öffentlich-privaten Partnerschaften aus. Ich finde, da muss man noch mal drüber reden. Das ist so von unserem Koalitionsvertrag aus unserer Sicht nicht per se gedeckt. Da würde ich schon mal intensiv. Das ist ein interessanter Hinweis. Die Auslegung des Koalitionsvertrages hat sich ja wie ein roter Faden durch die verblichene schwarz-gelbe Koalition gezogen. Da kann man ja gespannt sein, wie das wird. Die CSU betrachtet diese Überlegungen von Wolfgang Schäuble so eher als Unterminierung des Mautkonzepts? Ja. Gut, ich glaube, wir sollten es einfach separat voneinander betrachten. Für uns ist zunächst mal wichtig, dass diese eine Regelung des Koalitionsvertrags, auf die wir sehr, sehr viel Wert gelegt haben, umgesetzt wird, dass die Maut kommt. Und über alle anderen Finanzierungsformen müssen wir uns unterhalten. Wir haben derzeit zu wenig finanzielle Mittel, um ja gut, aber Sie wollen mehr Gerechtigkeit, Sie wollen mehr finanzielle Mittel, aber das könnte man ja auch anders schaffen durch dieses Finanzierungsmodell. Ja, aber wie gesagt, für uns ist die Maut auch eine Gerechtigkeitsfrage, dass eben alle Straßenbenutzer auch tatsächlich an der Nutzung der Straße mitbezahlen. Das, was bei der Lkw-Maut bereits geleistet wird, sollte auf den Pkw ja, die Frage bezog sich auch auf eine spezielle Reaktion von Horst Seehofer, der ja sehr entgeistert war, als er das gehört hat, der wörtlich gesagt hat, er kann sich gar nicht vorstellen, er kann gar nicht glauben, dass ein anderer Bundesminister sozusagen im stillen Kämmerlein ein Gegenkonzept gegen einen Kabinettskollegen erstellt. Also deswegen die Frage, inwieweit hat naja, wir haben uns immer an das gehalten mit eigenen Vorstellungen, aber ich glaube einfach, das wird das sozusagen als unfreundlicher Akt betrachtet von der CSU, was Schäuble da jetzt vorgelegt hat. Ich glaube einfach, dass die Zielrichtung und das Umfeld, in dem diese Äußerung getätigt wurde, dieser Vorschlag von Schäuble getätigt wurde, die falsche war, in diese Diskussion um die Pkw-Maut hineinzustoßen, mit einem eigenen Konzept vorzugehen, war einfach der Sache nicht dienlich. Aber wenn wir beide Punkte voneinander getrennt betrachten, zum einen die Frage der Maut, die wir umsetzen werden, und zum anderen die Frage der weiteren Finanzierung, dann glaube ich, sind auch wir
allen zugänglich und sind auch wir vor allem einer Diskussion zugänglich, wie wir mehr finanzielle Mittel für den Straßenbau, für den Verkehrswegebau akquirieren können. Geht denn, was die Europa, die Finanzierung europäischer Fernstraßen angeht, müsste das nicht ein europäisches Projekt werden? Also wenn Sie von hier nach Griechenland fahren, haben Sie, glaube ich, 5 oder 6 Länder mit unterschiedlichen Mautsystemen. Da müssen Sie verschiedene Vignetten kaufen, aber nicht nur das. In Österreich sind bestimmte Pässe, Tunnels und Brücken auch nochmal extra mautpflichtig. Also da haben Sie ja eine Menge zu tun, sich im Vorfeld diese Vignetten zu besorgen. Das ist ja ein richtiger großer Akt. Das wirkt ja schon etwas monströs. Und jetzt gibt es ja auch die Befürchtung, dass so ein Bürokratiemonster auch die Maut wird, so eine Art Godzilla der Bundesverwaltung. Wie wollen Sie denn das verhindern? Oder welche Möglichkeiten gäbe es noch, dass der Bürger nicht, obwohl er die Maut vielleicht gut findet, da resigniert vor dem, was da auf ihn zukommt an Bürokratie? Ich glaube, zunächst mal beim derzeitigen Eckpunktepapier wird es definitiv kein Bürokratiemonster. Es wird ein Brief sein, in dem das Pickerl, die Vignette zugeschickt wird, die man sich dann ins Auto kleben kann. Insoweit wird es für die deutschen Autofahrer ein Handgriff sein, aus dem Briefkasten ans Auto zu gehen und die Vignette zu befestigen. Das ist für den Bürger selbst keine spürbare Belastung. Und ich glaube, wir sollten der deutschen Verwaltung zutrauen, dass sie dies ohne weiteres schaffen kann. Diese Mautbrücken, die wir auf den Autobahnen oder an den Autobahnen sehen, die sind ja so ausgestattet, dass man, glaube ich, auch Pkw-Maut damit ablesen kann. Diese Toll-Collect. Genau. Da brauchen Sie aber ein Gerät im Pkw. Und da wünsche ich fröhliches Gelingen. Ja. Also wenn jeder Genau, deswegen sind wir auch gegen eine streckenabhängige Pkw-Maut. Die ist natürlich gerechter, kann man sagen, weil jeder wird dann für den Kilometer, den er gefahren ist, dann auch belastet. Aber da hat man dann schon das Problem der Überwachung. Und das wollen wir auch nicht. Die Italiener und Franzosen, die das streckenabhängig machen, haben das Problem nicht. Ja, sind die dafür leichtsinniger? Und wenn wir uns nochmal das Bürokratiemonster angucken, ich finde schon, dass wir im Vorfeld der Diskussion ernst nehmen sollten, was uns zum Beispiel der Bund der Zollbeamten sagt. Der sagt, es ist zwar für die Menschen nicht schwierig, den Umschlag aufzumachen, aber wir müssen jedes Jahr 42 Millionen Steuerbescheide neu berechnen. Bitte bedenkt bei eurem Mautkonzept auch das, wie wir das umsetzen können. Und ich finde, das müssen wir auch machen. Das sind Fachleute, wenn die uns das sagen, sollten wir das bedenken. Wird sicherlich gemacht, aber ich glaube einfach, dass wir über eine gewisse Automatisierung, die wir bereits jetzt im Bereich der Kfz-Steuer erreicht haben, auch dieses Problem ohne weiteres angehen können. Und da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass dies mit wenigen Handgriffen erfolgen kann. Lassen Sie uns noch mal, was die Realisierungschance jetzt angeht. Wir haben über verschiedene Konzepte gesprochen, auch schon über Dreiecksverhältnisse. Reden wir mal über eines in der Union. Eine Frau zwischen zwei Männern, Angela Merkel zwischen Wolfgang Schäuble und Horst Seehofer. Für wen wird sie sich letztendlich entscheiden? Welches Konzept wird durchgesetzt? Denn das ist ja, Sie haben ja nicht ganz den Verdacht ausräumen können, dass das ein Konzept gegen die CSU ist, was Wolfgang Schäuble da vorgestellt hat. Nun, ich denke mal, dass die Bundeskanzlerin sich an das halten wird, was im Koalitionsvertrag vereinbart wurde. Und insoweit hat sich auch diese Woche klar dazu geäußert, dass die Maut auch im Pkw-Bereich kommen wird. Ich glaube, dass es kein Entweder-Oder-Verhältnis sein kann, kein Entweder-Oder-Verhältnis sein darf, sondern dass es einfach ein Ringen um einen Kompromiss sein muss. Und da bin ich zuversichtlich, dass auch die Bundeskanzlerin mit ihrer Richtlinienkompetenz entsprechend den Weg geht. So eine Art Brücken, die Pkw-Maut, so eine Art Brückentechnologie zu einem viel umfassenderen Finanzierungskonzept, das dann nach 2017 kommt. Wir haben dürfen, dass die Bundeskanzlerin sich sehr an den Umfragen orientiert. Die Pkw-Maut ist derartig unbeliebt, dass ich glaube, da gibt es mal die eine oder andere Enttäuschung, sondern die Ausländermaut hat Zustimmungswerte von 70-80%. Jetzt durch die Diskussion ist etwas zurückgegangen, aber immer noch bei etwa 50%. Aber wir machen ja nicht Politik nach Umfragen, sondern uns geht es darum, mehr Geld für die Infrastruktur zu haben. Und dabei, und das will ich schon auch seine Position unterstützen, auch das Gerechtigkeitsthema anzugehen, das ich definitiv auch als einen Grund für die Pkw-Maut in der Form sehe. Ich glaube nicht, dass man Wolfgang Schäuble jetzt als Gegner der CSU oder als Gegner der Pkw-Maut sehen sollte, sondern der macht einfach gewissenhaft seine Arbeit. Die Ministerien sind aufgefordert, aus ihrer Sicht zu prüfen, was jetzt an Papieren vorliegt. Letztendlich wird es dann darum gehen, wenn der Gesetzentwurf vorliegt. Und wenn er Bedenken hat, dann muss er die in diesem Prozess einbringen. Und die werden wir dann alle hoffentlich, gehe ich doch davon aus, beseitigen können. Und am Ende wird ein gutes Konzept stehen. Gut, dann war diese Sendung vielleicht auch eine Art Gutachtergremium für die gesetzliche Vorarbeit dieses Mautgesetzes. Sie haben vorhin darauf hingewiesen, das gäbe es noch gar nicht. Da hatte ich im Moment gedacht, dass Sie vielleicht meinen, wir reden hier über ungelegte Eier. Aber es waren ja auch durchaus Fragen, die alle interessieren und die in der Öffentlichkeit sind, die Parteien, die Abgeordneten in die Öffentlichkeit gebracht haben.
Und deswegen beschäftigt sich auch die Phoenix-Runde mit diesem Thema. Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren. Mal sehen, wir kündigen ja immer wieder an, das ein oder andere Thema bleibt der Phoenix-Runde erhalten. Dazu gehört allerhöchstwahrscheinlich auch die PKW-Maut und umliegende Dörfer. Vielen Dank, dass Sie da waren, liebe Zuschauer. Morgen die Phoenix-Runde mit dem Thema Kampf dem Terror taugt Obamas Strategie. Bleiben Sie bei Phoenix.